Guten Tag und willkommen zum zweiten PowerPoint Screencast. Heute zeige ich euch, wie mit wenigen Handgriffen ein PowerPoint Design von Microsoft an eigene Corporate Design Vorgaben angepasst werden kann. Ich arbeite hier wieder mit PowerPoint 2013 und starte mit der Präsentation, die ich bei dem letzten Screencast auch schon verwendet habe. Dort hatte ich gezeigt, welche Bedeutung die Alternativ- und Standardfarben haben, die Hintergründe und die Akzentfarben, die über das Office Design im Registerentwurf gesteuert werden können. Die Möglichkeit, mit einem Mausklick die komplette Grafik, komplette Gestaltung der Präsentation anzupassen und zu ändern. Leider entsprechen die Microsoft-Vorschläge aber selten den Corporate Design-Vorgaben, die im eigenen Unternehmen gelten. Die Anpassung, zumindest was die Schriftarten und Farben betrifft, das möchte ich gerne jetzt in diesem Screencast kurz anreißen. Das Standarddesign von Microsoft Larissa hat Vorgaben für die Schrift-, Hintergrund- und Akzentfarben sowie für die Schriftarten. Das sind diese Microsoft-Standardschriften Calibri, in früheren Versionen von Office waren es noch Cambria und Calibri oder auch Arial und ganz früher Times New Roman. Verschiedene Variationen stehen hier zur Verfügung. Die Anpassung an das eigene Corporate Design kann über die Schaltfläche Schriftarten anpassen vorgenommen werden. Im Listenfeld die eigene Schriftart auswählen, eintippen oder hier entsprechend im Listenfeld. Für die Überschriften und die Textkörper können hier eben passende Schriftarten gewählt werden. Das Ganze dennoch mit einem Namen versehen und speichern. Bei den Designfarben gibt es ein ähnliches Prinzip. Ich habe hier wieder die ganzen Microsoft-Vorgaben und kann über Farben anpassen in ein Dialogfenster mit den Text- und Hintergrundfarben sowie den Akzentfarben zusätzlich auch noch die Farben für die Hyperlinks wechseln. Die Anpassung der Text- und Hintergrundfarben über weitere Farben und die Auswahl über diesen Farbwürfel oder über die benutzerdefinierten Farben mit den RGB-Werten bzw. den HSL-Werten. Da habe ich die Möglichkeit, das, was an Farben am Bildschirm zur Verfügung steht, auszuwählen und einzutragen. Ich habe dies jetzt einmal mit meinen Corporate Design Farben vorbereitet, habe die entsprechenden Akzentfarben hier definiert, speichere das Ganze als Corporate Design hier einmal ab und dann stehen mir automatisch die Text-, Hintergrund- und Akzentfarben hier in dieser PowerPoint-Präsentation zur Verfügung. Aber auch bei allen neuen Präsentationen, die ich jetzt erstelle, habe ich die Möglichkeit, auf dieses Design zuzugreifen. Ich erstelle mir noch mal ein bisschen Text und eine neue Folie. Füge hier mal ein Diagramm wieder ein, Standarddiagramm, ohne irgendwelche Dinge zu ändern. Und kann nun auch hier im Registerentwurf auf meine Corporate Design Farben wechseln und auch meine Schrift entsprechend anpassen. Dasselbe würde dann auch gegebenenfalls für Effekte und Hintergrundformate gelten. Ein weiterer Vorteil des Office Designs ist, dass es automatisch auch in den anderen Office-Programmen zur Verfügung steht. Ich habe es jetzt hier in PowerPoint gespeichert, aber automatisch habe ich in Word meine Corporate Design Farben, die ich anwenden kann. Ich kann meine Schriftarten auswählen, genauso in Excel. Dort habe ich vielleicht Tabellen, die formatiert sind. Im Registerseitenlayout kann ich meine Farben wählen, kann ich meine Schriftarten wählen. Automatisch steht mir das Office Design immer programmübergreifend zur Verfügung. Soweit zum Thema Corporate Design in Microsoft Office. Weitere Informationen rund um das Thema Microsoft Office Design, Designvorlagen in einem nächsten Screencast.